Ich hoffe, ihr hört mich. Martin, hörst du mich? Mach mal Handzeichen. Du hörst mich, super. Ja, erstmal vielen, vielen, vielen Dank, lieber Arne, für diese ganz wunderbare Einführung. Ich liebe ja deine Struktur und ich liebe deine Folien. Etwas, was bei mir irgendwie in meinem Leben an mir vorbeigegangen ist. Ich bin sehr unstrukturiert und Folien habe ich eigentlich nie. Und ich finde es einfach toll, wie du das machst und wie du hier so einen ganz wichtigen didaktischen Input in uns gibst, zu dem ich irgendwie immer nicht fähig war, ihn zu geben. Ja, ich möchte einfach ein paar Gedanken zu euch, mit euch teilen zum Thema Träume und Homöopathie. Ich kann nach 40 Jahren Praxis heute sagen, dass meine dramatischsten, verwandelndsten, wunderbarsten Erlebnisse mit Homöopathie und homöopathischen Verschreibungen wirklich anhand von Träumen passieren durften. Teilweise in Situationen, wo ich verzweifelt war, weil es 20. Mittel nicht geholfen hat, wo der Patient schon verzweifelt war, dass nichts half, er sich hat nochmal nachtesten lassen, ob ich wirklich der Richtige bin. Rauskam, jawohl, Krüger ist der Richtige, darum hat er mit mir weitergemacht. Und wir beide mit uns auch, im Grunde, wir haben unsere Verzweiflung miteinander geteilt, weil ich habe ihm viele Mittel gegeben, nach Repertorisation, nach Computer. Und ich habe ja wunderbare Repertorien zur Hand. Ich benutze mein Synthesis, ich benutze das unbeschreiblich tolle Repertorium von Martin Bohmhardt. Das Repertorium, was in meiner Praxis am meisten benutzt wird, Repertorium der symbolischen Materia Medica nach Martin Bohmhardt, mit Rubriken, die sonst in keinem anderen Repertorium stehen, wo auch die ganzen Boller-Symptome mit reingekommen sind, wo wir im Grunde auch Traumsymptome haben, wie fast in keinem anderen Repertorium. Das heißt, ich versuche schon immer sehr, sehr, sehr ordentlich zu sein und trotzdem muss ich einfach sagen, scheint manchmal nicht zu funktionieren. Und dann, in Zuständen völliger Verzweiflung, träumt der Patient mit einmal etwas und diesen Traum finde ich im Repertorium und dann verordne ich anhand dieses Traumes und mit einmal passieren Wunder, mit einmal verwandeln sich Welten, mit einmal verschwinden Symptome, die vorher 5 Jahre völlig therapieresistent waren, nicht nur homöopathisch, sondern auch psychotherapeutisch, schamanisch, chinesische Medizin gemacht, alles. Und ein Mittel auf einen Traum im Grunde verordnet, verändert ein ganzes Leben. Das habe ich wirklich hunderte Male erlebt und das schwöre ich bei der Milch meiner Mutter. Also das ist teilweise das Fantastischste. Und ich kann wirklich sagen, wenn von mir und meiner Homöopathie irgendwas übrig bleiben sollte in der Zukunft, dann wäre es im Grunde, tja, mein Aufruf, die Träume nicht fristlos zu entlassen, schon gar nicht zu denken, Träume sind Schäume, sondern wirklich zu wissen, der Traum ist oft der direkteste Weg ins Wesen des Patienten, der direkteste Weg ins Wesen des Heilmittels. Und es ist einfach wunderbar zu sehen, wie teilweise wirklich in Phasen völliger Verzweiflung denn doch noch ein Traum kommt. Ich möchte nur ein Beispiel dafür geben und danach noch ein paar Worte sagen, was Träume überhaupt für mich bedeuten. Ich hatte eine Patientin, die hatte nach einer unglücklichen Liebe eine ganz, ganz furchtbare, dramatische Seelensituation, völlig verzweifelt, völlig da niederliegend. Ignatia, Natrium, Vanille, Aurum, nichts wollte helfen. Und sie bekam eine furchtbare Durchfallerkrankung, nahm irgendwie 40 Kilo ab, hatte mit 80 angefangen, als sie ihr Mann verließ und war nachher irgendwie knapp über 40. Und es war wirklich so dramatisch, dass ich wirklich ja fast davor stand, ihr nahe zu liegen, sich klinisch einweisen zu lassen. Also es war wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich war verzweifelt. Ich habe nochmal zu ihr gesagt, lass dich nochmal testen, ob ich wirklich der Richtige bin. Oder vielleicht sollst du lieber zu Willi gehen oder zu weiß ich wem. Ich scheine es nicht zu checken. Ich nehme alle Symptome, die du mir zeigst. Ich gebe dir das Mittel, ich gebe dir das Mittel. Wir haben so ja getestet, ich bin der Richtige, aber trotzdem gibt's hier irgendwie nicht den Durchbruch. Wobei ich sagen muss, wenn Patienten
sich vorher Kurpläne testen lassen, bevor sie zu mir kommen. Und das machen inzwischen ungefähr 80%. Entweder bei unserer wunderbaren Mia Kochendörfer oder bei Nicole Schollmeier. Und da wird getestet, Krüger ist der richtige Homöopath. Denn testen diese Medien immer noch weiter, was für eine Art von Homöopathie soll der Krüger machen? Soll er prozessorientiert arbeiten? Soll er klassisch orientiert arbeiten? Soll er die Arzneien nach Ewald Stetteler in Kombination als Kuhpotenzen zum Riechen verordnen? Und soll er eine Arzneimittelfindung machen, die eher schattenorientiert ist? Martin, der Einzige, der in seinem Repertorium wirklich auch diese Schattengedanken mit eingearbeitet hat, soll er zum Beispiel auch im symbolischen Repertorium, einziges Repertorium, wo das drinsteht, lösungsorientiert behandelt werden, wo es denn gar nicht um krankhafte Symptome gibt, sondern wo wir mit dem Patienten eine Lösung, sein persönliches Wunder herausarbeiten. Und das würde ich mal sagen, bei all diesen Testungen kam das in den letzten 10 Jahren dominant durch. Ich soll ihn traumorientiert behandeln. Und dann ist natürlich mein ganzer Fokus auf die Träume dieses Patienten. Und bei dieser jungen Frau war das auch so. Es kam noch beim vermehrten Nachtesten raus, ich bin noch richtig. Prozessorientiert, traumorientiert, C-Potenzen in Einzelgabe. Und ich habe gewartet, ich habe gewartet, ich habe gebetet. Ich habe gesagt, lieber Gott, lass doch diesen Traum kommen. Ich will dieser wunderbaren Frau einfach helfen. Lieber Gott, schicke ihr einen Traum oder schicke mir einen Traum. Manchmal träume ich auch für meine Patienten, was die brauchen. Und dann verordne ich manchmal für den Patienten anhand meiner eigenen Träume. Auch das geht, es ist selten, aber ich habe es schon erlebt. Und dann träumte diese Patientin und ich habe sie ein halbes Jahr völlig erfolglos behandelt. Und sie hatte im Grunde seit 3 Monaten diesen furchtbaren Durchfall mit einem unbeschreiblichen Gewichtsverlust. Und dann träumt diese Patientin, ihr Computer fällt vom Tisch und ist kaputt. Und ich hatte in den Wochen meiner erfolglosen Behandlung immer wieder das Gefühl, das hängt jetzt nicht mit dieser unglücklichen Liebe primär zusammen, sondern es muss ein uraltes Programm sein auf ihrer Festplatte, vielleicht aus einem früheren Leben mitgebracht. Es muss etwas sein, was sowas wie ein Kausalthema ist auf ihrer Festplatte. Und da es so viel zu tun hatte mit Ernährung, mit Durchfall, mit Verhungern, dachte ich immer, das müsste eigentlich eine Milch sein. Aber weder Lacaninum noch Laclupi noch die sonst mir bekannten Milche haben es irgendwie gebracht. Und dann habe ich ins Repertorium geguckt. Und ausnahmsweise, glaube ich, war es nicht bei Martin. Wobei, man müsste jetzt mal gucken, Martin, ob du auch Träume von Computern bei uns drin hast im Symbolischen. Ich habe ins Synthetische geguckt oder ins Repertorium Generale. Ich kann es gar nicht mehr 100% sagen. Und da ist ein Traum angegeben, Träume, Computer kaputt, fällt vom Tisch, geht kaputt, tralala. Und es steht da ein Mittel drin. Und es war eine Milch. Und es ist ein Mittel, was ganz viel zu tun hat mit einem totalen Traumagedächtnis. Wird das Trauma nicht los? Kann sich nicht trennen von dem Bild des Traumas? Wobei ich schon sagen musste, ich hatte schon Traumamittel gegeben, ich hatte ihr schon Stramonium gegeben, ich hatte ihr Aconit gegeben, ich hatte ihr Opium gegeben. Es hat alles nichts genutzt. Und in dieser Rubrik steht drin Lac Loxodenta, Elefantenmilch. Und ich habe ihr, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja so Situationen, Dürkheim hat immer gesagt, wo sich das Numinose zeigt, das Überweltliche, das Transzendente. Und ich merke das immer daran, dass ich so einen heiligen Schauer kriege. Ich kenne auch unheilige Schauer, wenn irgendwie mir die Dämonen im Nacken sitzen oder ich gerade eine Handvoll böse Blicke kriege. Das sind so kalte, ängstliche Schauer, meistens Thuja. Aber es gibt auch so einen heiligen Schauer. Oh, also irgendjemand erzählt was und oh. Und bei der war das so, die erzählt diesen Traum von diesem Computer, der runterfällt. Und ich krieg diesen heiligen Schauer und ich dachte, das ist es.
was ich sonst nie so direkt und so klar denke. Aber in dem Fall dachte ich, jawohl, das ist es. Und was mache ich? Ich gebe ihr Lack Blocks, ich glaube 200 abends, 1000 morgens und am gleichen Abend noch eine 10.000 hinterher. Und am gleichen Tag nach der ersten Einnahme von Lack Blocks verschwand dieser Durchfall, der 3 Monate völlig therapieresistent war, mit Heilerde, ach, teilweise auch Chemie probiert, alles nicht zu helfen. Und ein Mittel, was anhand dieses wunderbaren Traums, in dem im Grunde alles schon drin war, was an ihrer Problematik wichtig war, ihr geben, wumm. Und innerhalb von 14 Tagen konnte sie diese unglückliche Liebe wie ein Stück abschließen, hatte den Kopf wieder frei für andere Sachen, konnte sich innerhalb einiger Monate auch wieder neu verlieben. Also das war ganz, 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 ganz grandios. Und da kann ich einfach nur sagen, lieber, lieber Gott, danke, 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 dass du diese Träume schickst, so wie du die deinen Propheten geschickt hast, ja? So wie du die Träume zu den Helden der Ilias geschickt hast oder zu römischen Kaisern. Ich möchte zum Thema Träume nur noch eins sagen. Ich muss zugeben, ich bin kein so fleißiger Homöopathie-Lerner. Ich lerne nicht irgendwie Arzneimittellehren von oben bis unten durch. Ich habe meine Smiths, die 100, die habe ich im Kopf. Aber das ist es. Aber Martins Repertorium, und ich kann jetzt immer so schön auf Martin zeigen, weil ich sehe ihn hier gerade direkt neben mir. Martins Repertorium habe ich wirklich nicht auswendig gelernt, aber das habe ich gelesen. Ich habe mir immer wieder, auch gerade im Urlaub, mal ein Kapitel vorgenommen. Und das habe ich richtig gelesen. Das habe ich auch mal mit einem synthetischen Repertorium gemacht. Aber mit unserem symbolischen geht es noch besser. Und dann habe ich mal einfach alle Träume gelesen, die bei Martin im Repertorium stehen. Einfach nur gelesen. Und ich muss gleich mal bei Arne gucken, der hat es ja, ob wirklich bei Computer Lack Blocks auch bei Martin drin steht, sonst denn zur nächsten Auflage, ja? Ja, also ich möchte nur noch zu den Träumen sagen, für mich ist ein Traum immer Botschaft, immer. C.G. Jung hat gesagt, ein Traum ist immer Botschaft, ein Traum ist immer leicht zu deuten, leicht. Man muss keine Riesenspezialisten sein, man kann den Traum leicht deuten. Und gerade wenn der Patient ihn träumt, wenn er mit mir arbeitet, kann ich davon ausgehen, dass der Patient weiß, was für Gedanken der Krüger hat, wenn das und das geträumt wird. Der Patient weiß sogar, selbst wenn er nie meine Bücher angeguckt hat, dass ich mit Martins Repertorium arbeite. Also er wird über das morphogenetische Feld den Traum genauso kreieren, dass ich ihn verstehe. Und ganz wichtig, wenn man mit dem Träumen auch noch arbeitet, gestalttherapeutisch, attatechnisch, wie auch immer, Körperpsychosynthese. Der Traum ist immer ein Bild von mir. Alles im Traum, meistens, bin ich. Und im Traum offenbaren sich meine Probleme, im Traum offenbaren sich meine Themen, die um Transformation ringen. Und heute hat mir jemand erzählt, dass er von mir geträumt hat und er träumte irgendwie, dass ich über ein Mittel redete. Ich glaube, es war Uhu. Denn geht's natürlich darum, dass erstmal es um den inneren Andreas dieses Menschen geht. Der wird einen inneren Andreas haben. Der hat an seiner Tafelrunde einen Andreas zu sitzen. Und da würde ich den Patienten als erstes fragen, wo steht Andreas bei dir für? Was assoziierst du frei mit Andreas? Und wenn er sagt, er ist ein Narr, er ist großmäulig, er ist hypertroph, er redet immer zu laut, er redet immer von Sex, dann wäre mir klar, dass ein Mittel aus der Rubrik träumt von Krüger, Nidurinum, für ihn erstmal angesagt ist. Und dann müsste man nochmal schauen, der Uhu, was assoziiert der Patient mit Uhu? Und dann würde ich eine Kombination probieren, nach Stötteler auch mehrere Mittel oder ein Mittel finden, wo Uhu und Krüger drin sind. Ganz kurz, Träume von Krüger, Midurinum 5-wertig, Phosphor 4-wertig, Pulsatilla 4-wertig, Lacaninum 3-wertig, Laclupi 6-wertig.
Träume von Krüger, das sind die wichtigsten Mittel. Und ich persönlich erlebe es natürlich auch, dass Patienten von mir träumen, aber ich kriege immer auch mal wieder von Kollegen natürlich total diskret erzählt, dass sie über Krüger-Träume ihren Patienten total helfen konnten. Weil es gibt ja teilweise Therapeuten hier in unserem Feld, die dann die Patienten in die Praxis kommen, die irgendwie Schwierigkeiten mit mir hatten, wo ich nicht helfen konnte. Oder Schüler, die Schwierigkeiten mit mir hatten. Wir haben eine Kollegin, die ist richtig eine Spezialistin für Krüger-Opfer. Und das wichtigste Mittel für Krüger-Opfer, der sieht mich nicht, der nimmt mich nicht wahr, ist zum Beispiel immer auch Natrium-Muriaticum. Aber eben auch Medurinum oder erst Natrium und dann Medurinum. Damit konnten schon irgendwie 20 schwere Krüger-Probleme, die Leute mit mir hatten, wunderbar gelöst werden. Und dann kommen die wieder zu mir, dann sitzen die wieder auf der rechten Seite. Dann werden die zum Beispiel dann noch Dozentenschüler, wobei das mit der Schülerschaft wegen der Vaterübertragung eben vielleicht nicht so toll geklappt hat. Also, Träume sind der Königsweg der Seele, hat C.G. Jung gesagt. Der Königsweg. Ja, und ich möchte mich hier auch nochmal ganz doll bei Martin bedanken, dass er uns mit seinem Repertorium, Arne hat es mir gerade nochmal hingelegt, hier das Repertorium der symbolischen Materia Medica und hier die symbolische Materia Medica per se, dass uns Martin diese wunderbaren Handwerkszeuge zur Verfügung stellt. Und jetzt freue ich mich, dass Arne weitermacht. Adieu. Kannst du aber noch mal kurz ein paar Worte zu dem Thema Träume im schamanischen Arbeiten sagen? Träume im schamanischen Arbeiten, ganz klar. Die Anderwelt offenbart sich uns ganz viel in unseren Träumen. Und in unseren Träumen können Krafttiere auftreten. In unseren Träumen können Geisthelfer auftreten. Und man kann ja im Grunde dann immer auch nachtesten lassen, ob das etwas ist, was nur auf der Ich-Ebene zu sehen ist, dann bin immer alles ich. Oder ob es tatsächlich ein Traum ist, wo uns irgendein geistiges Wesen im Grunde etwas sagen will. Kurzes Beispiel, vor 25 Jahren fing ich an, von dem geistigen Lehrer bei Vamos zu träumen. Und der gab mir wirklich Anweisungen im Traum, immer dabei an einem mit einer Kittelschürze bekleidet, an einem Herd, einen großen Topf rührend. So stand er immer da und gab mir bestimmt über 2 Jahre, einmal in der Woche, eine Anweisung zur Erschaffung einer eigenen Psychotherapie. Ich habe nämlich auch meine eigene Psychotherapie entwickelt. Und da hoffe ich immer noch, dass Martin irgendwann bald dieses Buch als E-Book rausbringt, weil jetzt muss man es irgendwie teuer bei Amazon im Antiquariat kaufen. Und es wäre so toll, lieber Martin, unser Atta-Buch, wir brauchen es. Und Vaivamos rührte in diesen Topf und erzählte mir, wie Atta gemacht wird. Da gibt es jetzt die Atta-Briefe, die kann man auch bei Martin als Hörbuch von Peter Macki vorgelesen bestellen. Ganz grandios, Peter Macki mit leicht schweizerischem Akzent, großartig einfach. Und dann rief ich sofort Reik Schörling an, mein eigentlicher Vaivamos-Kanal, und fragte Reik Schörling, kannst du bitte mal den Geist fragen, ob er das wirklich ist in meinen Träumen? Oder ob das irgendwie einfach nur eine Ego-Verarbeitung von mir ist und es nicht um Vaivamos als Person aus der anderen Wirklichkeit, sondern einfach nur um meinen inneren Vaivamos geht. Der wäre auch okay gewesen. Es hatte aber nochmal eine ganz andere Wertigkeit, dass Reik sagt, nee, schönen Gruß vom Geist. Der ist es und der sagt dir gerade, wie du diese Atta-Arbeit machen sollst. Und das Irre ist, ich hatte mich vorher wenig mit Vaivamos beschäftigt. Ich wusste, dass Reik den channelt und ich wusste auch, dass im Grunde ganz oft Durchsagen über Reik zu mir kamen von Vaivamos, die mir wahnsinnig geholfen haben. Und dann sagte aber Reik, und das wusste ich nicht, dass man weiß, dass Vaivamos nur einmal in einer menschlichen Inkarnation im Grunde aufgetreten ist. Und da war er Koch. Und ich zuckte, bekam sofort meinen heiligen Schauer und dachte, ey Mann, in meinen Träumen ist er auch Koch. Und wann immer ich jetzt von ihm träume, weil ich bin kein Kanal, ich channel ihn nicht, ich höre ihn nicht, ich bin leider nicht wie Don Camillo, dass meine Hildegard von Bingen, die auf meinem Schreibtisch steht, mit mir spricht.
Das war immer mein größter Wunsch, Calcium Carbonicum sechswertig. Möge doch der Christus, möge die Hildegard von Bingen mit mir reden. Ich weiß, nach meinem Don Camillo-Film, ich war 5, 6 Jahre, habe ich mich in die Kirche von Britz gestohlen, habe vor diesem Altar gesessen und habe immer gesagt, Christus, rede mit mir, wie du mit Don Camillo geredet hast. Aber hat er leider nicht gemacht. Inzwischen habe ich von meinem Freund René Bugnot gehört, dass Dutzende, Hunderte von katholischen Priestern wahrscheinlich immer noch jeden Tag vor ihren Christussen stehen und sagen, bitte, bitte rede zu mir, so wie du zu Don Camillo geredet hast. Diese wunderschöne Szene, wo Don Camillo auf eine Demo geht, das Kreuz, das Kruzifix auf seiner Schulter und der Christus zu ihm sagt, der hat auch so eine wahnsinnig tolle Stimme in diesen Träumen. Don Camillo, du weißt, ich bin mit den Friedpferdchen. Und Don Camillo sagt, ja, Herr, ich weiß, aber halt dich fest. Weil er hat natürlich bei dieser Demo das Kreuz dann als Waffe benutzt. Gut, Arne, ich hoffe, das war's. Ja. Und ich sage jetzt erstmal Tschüss und freue mich auf dich.